liebe Wohnmöglich-Freunde. Jetzt bin ich hier an einem schönen Teich. Das ist in einem kleinen Ort. Ich kenne den Ort nicht. Ich habe einfach Buchholz heißt es hier. Und stelle mich hier an einen schönen Platz. Da hat es auch Bänklein. Und jetzt kommt ein Herr auf mich zu und meint, ich sei der Buchverleih. Ich muss mal nachschauen, wie viele Bücher das ich effektiv habe. Was ich habe, sind Landkarten, aber ein Buch habe ich keins. Vielleicht die Bedienungsanleitung, das wär's. Also bei euch kommt ein Buchladen mit einem Fahrzeug vorbei, jeden Monat? Ja, ja, einmal im Monat. So wie eine fahrende Bibliothek? Und dann gehen die Bürger hin und leihen sich was aus und haben einen Monat Zeit, dieses Buch dann zu lesen. Das kommt von der Schweiz, was? Aus der Schweiz komme ich mit meinem Buchladen, mit meinem fahrenden Buchladen. Was hätten Sie gerne, ein Krimi oder lieber etwas Erotisches? Nee, am liebsten die Ich habe Zeit mit der Zeitung recht aus. Am liebsten die Tageszeitung. Ja, gut. Genau. Also, ich habe jetzt gedacht, mit meinem kleinen Hündchen verweile ich mich jetzt da ein paar Minuten an eurem Teich. Und na ja, klar. Nachher geht es weiter. Ja. Also. Euch noch einen schönen Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in einem Monat, aber dann hätte ich dann Bücher dabei. Gut. Dann kommen wir von der Schweiz. So, folgendes. Von den beiden Herren, da habe ich gesehen, der hat am Arm hat er da eine Zeichnung. Und jetzt hat er mir erklärt, das ist wirklich seine Frau. Ja. Und zwar war es im Militärdienst, da gab es einen, so einen Tätowierer, sagen wir dem so. Ja, ja. Ja, und der hat den nach Foto. Nach einer Foto hat er das gemacht. Ja, ja, ja. Nach einer Foto hat er seine Freundin da mit einem Herz auf dem Arm gemacht. Ja. Und das ist jetzt noch seine Frau, das heißt mindestens wie viele Jahre? Jetzt muss er zählen. Ich brauche nicht zählen. Wir sind, wann haben wir geheiratet? 62. Ja, 62 haben wir geheiratet. Jahrgang 62. Also, ja, geheiratet. Ja, da bin ich erst auf die Welt gekommen. Da habt ihr geheiratet. Ja. Und jetzt immer zufrieden gewesen? Ich bin 77. Und immer zufrieden gewesen? Naja, manche Kinder, gibt kleine Meinungsverschiedenheiten, aber sonst geht das. Ja, ja, klar, klar. Und jetzt macht sie eben Kaffee und Kuchen. Es ist Zeit. Naja, gibt's. Aber man darf ja nicht mehr so viel Kuchen essen. Warum? Ich habe Zucker. Ja, also wegen Bauch. Nee, Zucker. Wegen Zucker, ja. Ja gut, das war jetzt ein lustiges Gespräch mit euch. Ja. Dann viel Spaß noch. Ja. Vielleicht sehen das wir uns mal wieder. Auch noch bei der Tour hier. Also, gut, macht's gut. Ja, danke, tschüss.